Hallo Leute, ich bin zurück mit Factorio und Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir hier ein paar Schmelzen hingestellt in unsere Lücke hier, um da ein paar fehlende Materialien und Legierungen rauszubekommen. Was wir vergessen haben, ist hier die, was sind das? Die Tungstenplatten. Die haben wir jetzt auch am Start. Aber heute wollen wir etwas ganz Besonderes angehen. Was fehlt uns hier? Schmiermittel? Okay. Denn wenn wir die Forschung anschauen, da haben wir die normale Forschung und da haben wir die Forschung für die Module. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen ranmachen und eine Modulproduktion aufziehen. Und das hat hier oben einen separaten Tab. Und ich denke, so wie wir das machen werden, ist unser normaler Bus geht da nach links weiter. Aber dann werden wir hier nach oben die Materialien abzweigen, die wir benötigen. Und so wie ich das sehe, werden wir hier erstmal etwas Landaufschüttung brauchen, damit wir unseren Bus hier entsprechend erweitern können. Und das wird alles ein Weilchen dauern. Wir machen das erstmal bis hier hinten raus. Und dann, wenn wir etwas Landausschüttung betrieben haben, können wir hier oben mal schauen, was brauchen wir da an Inputmaterialien, damit wir da die ganzen Dinge produzieren können und einen entsprechenden Bus uns da zurechtlegen. Und dann werden wir hier dann auch eine zweite Forschungseinrichtung haben, welche sich nur um die Modulforschung kümmert. Aber ich lasse mal die Robis hier fliegen und den Bus, den wir da haben, fertig bauen. Und in der Zwischenzeit gehe ich mal mein Auto mit Landaufschüttung füllen, sodass wir da auch etwas in den wässrigen Bereich hineinbauen können. Der Bus ist hier verlängert, zumindest so weit, wie ich Landaufschüttung hatte. Und hier habe ich auch schon mal den orthogonalen Bus geplant. Nicht, dass das genügend Förderbänder sind, die wir hier benötigen. Aber wenn wir hier mal schauen, dann können wir hier einfach mal von oben nach unten, von links nach rechts die Module aufplanen. Und wir beginnen hier mit den ersten. Na, die machen wir hier rein. Vielleicht mal sechs Maschinen davon. Input. Die brauchen zwei verschiedene. Und den ersten machen wir hier rauf. Der muss eins länger sein. Und dann haben wir hier noch einmal das Ganze. Ausgang, Ausgang, Ausgang.
an. So. Und das kommt so aufs Band. Und das definiert uns, was wir hier brauchen. Kunststoff und Aluminium. Und dann holen wir uns das hier von unten. Kunststoff und Aluminium. Etwas weiter unten. Vielleicht machen wir dann hier eine doppelte Länge. Hier haben wir Kunststoff. Das müsste wahrscheinlich ein solcher Teiler sein. Dann Aluminium ist noch etwas weiter unten. Da ist es. Voilà. Und dann brauchen wir Strom. Und das war das erste. Gut, das zweite. Setup. Machen wir hier hin. Und da brauchen wir Gold und Kupfer. Das heißt hier machen wir das so und stellen wir die so richtig ein. Und dann müssen wir Gold und Kupfer ranbringen. Und so geht das weiter mit all den Komponenten. Und da sehen wir, da brauchen wir die Phenolic Boards, da brauchen wir die Fiberglasbretter. Das heißt, die werden wir dann auch erstmal hier auf den Bus legen, bevor wir das richtig nutzen können. Aber ich mache hier erstmal ein paar die weiteren Schritte und dann können wir hoffentlich sehr schön sehen, wie das Ganze funktioniert. Vier der Materialien, die wir brauchen, haben wir schon. Und das heißt, wir sind jetzt an diesen dran. Und die brauchen auch die Eisenchloridlösung. Ansonsten sind die recht identisch. Das heißt, wenn wir hier ein Band rausmachen wollen, dann brauchen wir so viel unnützes Zeug im Inventar. Ja, das wird nicht funktionieren.
Wir müssen... Wir legen den hier nach unten. Und... Und vielleicht ein bisschen auf die Seite. Dann hier Ausgang. Drei wieder kurz. Und das machen wir hier. Auf diese Seite. Und dann brauchen wir dreimal Eingang, sprich wir brauchen zwei Bänder. Hier für die Anlieferung. Und gewisse müssen langreifen. Machen wir das doch so. Ja. Die dran. Und was ist das nächste? Kupfer. Und dann haben wir hier das Zinn. Das heißt, wir brauchen Untergrund. Hier. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann legen wir bis hier hoch. Verbinden wir hier noch die Röhren. Da brauchen wir ein Zwischenstück. Und hier unten haben wir irgendwo das hier. Wunderbar. Und sobald wir hier genug davon haben, ja. Und das hier ist dasselbe nochmal. Noch einen dran und dann kopieren wir das hier ja, das funktioniert nur, dass wir hier hoch müssen und
hier natürlich. Die produzieren müssen und ich keine Untergrundröhren mehr habe. Aber damit haben wir das und dann können wir uns den restlichen Komponenten widmen. Das hier sollte noch nicht allzu schwierig sein, die zwei. Das ist wieder zweimal das gleiche. Und dann hier, da brauchen wir dann noch Elektrokomponente und das Lötzinn. Und hier haben wir ein Problem. Die brauchen wir nicht hier drauf. Also ich muss das alles entleeren. Gut. Und dann baue ich die zwei noch und dann werden wir sehen, wie wir die restlichen Komponenten hinbekommen, denn das ist im Wesentlichen einfach auch wieder alles kopiert mit unterschiedlichen Rezepten. Das Setup für die blauen haben wir hier bereits und ich bin mir nicht sicher, wie viel von den Materialien wir hier oben weiter noch brauchen. Darum habe ich hier einfach mal aufgehört, den Bus weiterzuziehen. Falls wir sie benötigen, dann können wir sie nach hoch ziehen. Und jetzt muss ich einfach noch das für gelb, rot, dunkelgrün und braun kopieren. Und dann haben wir alles, was wir hier produzieren können. Und so wie es aussieht, werden wir hier dann recht weit nach oben kommen. Das heißt, vielleicht müssen wir dann den Bus umknicken und hier wieder nach unten gehen. Aber das werden wir sehen, wenn wir so weit sind. All die verschiedenen Farben von den Modulen oder Circuit Boards sind nun am Start und das heißt, wir können nun die entsprechenden Labore bauen. Dafür brauchen wir davon was. Ja, vier, das reicht uns. Alles, was wir nicht benötigen, packen wir da wieder rein. Und das sind Modul-Prozessor-Boards. Ja. Die mache ich hier rein. Und wir bauen eine kleine Forschung hier auf mit den vier Laboren, die wir haben. Oder haben werden. Und zwar fangen wir hiervon an. Vielleicht 50. 50. Und
Genau, 50. Und nochmal 50. Und dann sollten wir in der Lage sein, hier die Dinge zu forschen. Ah, hier benötigen wir dann auch noch die hier. Machen wir doch auch 50. Und die hier 50. Und sobald wir da die Labore haben, werden die reingepackt und wir können dann zumindest theoretisch mit der Forschung beginnen. Das sind dann die ersten Module Generation 1. Und wahrscheinlich für die höheren Module, da brauchen wir dann weitere Forschungen, die wir erst dann rausbekommen. Aber rein wir doch hier schon mal die erste Modulforschung ein, die wir machen können. Und dann, sobald wir mit der Forschungsschlange durch sind, dann werden wir hier auch mit der Modulforschung beginnen. Und wir werden hier unsere Produktion erweitern müssen, damit wir all das, was wir da dann hier hinten noch rausbekommen, dass wir auch all das produzieren können. Aber ich denke, erstmal müssen wir hier einfach ein bisschen warten, bis die entsprechende Modulforschung durchgelaufen ist. Und wahrscheinlich, um da das etwas zu beschleunigen, müssen wir schauen, wo denn unser Flaschenhals ist und was wir dagegen tun können. Aber das wird ein Thema für nächstes Mal sein. Und in dem Fall bis dann und tschüss!